Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschi. Da sind wir wieder, nachdem Russell hier ein Fest veranstaltet hat, was ziemlich gut war. Und wir von der Schule geflogen sind. Ja, müssen wir jetzt Zoe helfen, weiterzukommen. Warte. Für dich habe ich was. Kartoffeln. Euch habe ich Kartoffeln, Jungs. Und ich glaube, das ist jetzt so wirklich so das letzte. Wo sind hin? Das letzte Stück von Game, weil mir ist schon aufgefallen, wenn man mal so guckt. Hier gibt es keine Läden. Gibt es so ein paar Sammelobjekte. Aber ansonsten gibt es hier keine Läden, gar nichts. Was würde mir das als Spieler sagen? Dass dieses Gebiet völlig nutzlos ist. Zum einen. Und zum anderen, dass jetzt wohl nicht mehr viel Gameplay kommen wird, wahrscheinlich. Weil ich betone es nochmal, hier ist nichts. Ein komplettes Gebiet und hier ist nichts. Nicht so wie hier oben, wo du einkaufen kannst, Dinge hast, so noch Missionen passieren, Nebenmissionen und alles. Hier ist einfach nichts. Und da das ja nicht mein erstes Rodeo ist mit dem Spiel, würde ich sagen, hier wird jetzt auch nicht mehr viel kommen. Ich hab's im Urin. Wie man sagen würde. Ich glaube, dieses riesige Ding ist einfach nur ein weiterer Abschnitt, um das Spiel zu strecken. Ich glaube schon. Kartoffeln. Hast du Kartoffeln? Kann man sagen, Kashi, warum hast du Kartoffeln? Du hast doch auch Chips und den ganzen anderen Scheiß und auch Pommes. Tatsächlich so also von rohem Zustand zum gekochten Zustand, ne? Also zubereitet, auch gepellte Kartoffeln. Ah, Süßkartoffeln, alles, die schmecken für mich alle nach Erde. Das ist genauso wie mit Tomate, warum ich auch irgendwie keine Tomate wirklich mag. Es gibt einige Tomaten, die schmecken wirklich nach Tomate, aber irgendwie schmecken sie sonst alle nach Erde. Frag mich nicht warum. Aber ich muss leider auch zugeben, meine eigenen angebauten Topfgurken. Die schmecken mir auch nicht. Das muss ich zugeben. Aber Kartoffeln. Ich möchte auch mal gerne eine Kartoffelkanone bauen. Ich habe schon mal gesehen, wie das gehen soll. Und dass es auch unter Umständen ziemlich gefährlich sein kann, weil du arbeitest da mit Druckluft und ja, wenn sich da mal was verklemmt, dann verklemmt es sich und macht Buff. Also es gibt auch Fails. Möge die Kartoffel mit dir sein. Ich möchte wirklich mal eine bauen. Was möchte ich eigentlich nicht bauen? Viel zu viel. Wenn man mal überlegt, was ich schon alles gebaut habe und schon noch bauen möchte und alter Schwede, und die meisten Sachen sind einfach explodiert. Also vieles, was ich anfasse, macht einfach Bumm irgendwann. Aber eine Sprayflasche halten und ein Stück Holz. Will ich auch jetzt noch eine Sprayflasche brauchen? Erschließt sich mir nicht. Ja, aber das fühlt sich jetzt schon alles ziemlich nach Ende an. Das fühlt sich jetzt nach letzten Kapitel an. Beziehungsweise schon anscheinend im letzten Kapitel. Beziehungsweise, ich meine, letzter Spielabschnitt. Das fühlt sich nach hier kommt nichts mehr an. Fühlt sich halt echt so an. Warum habe ich schon überall das Maximum? Maximus Notareta. Ich habe Geschwindigkeit bekommen, weil ich kurz das Skateboard berührt habe. Darf ich echt nicht A loslassen.
Ich bin gerade schneller. Ach, ich kann nicht mehr drücken. Na, ja, der war jetzt nur ein winziges Stück schnell, also. So einen großen Unterschied macht, hat es jetzt auch nicht gemacht. Nein, ich hab so. Oh. Scheiße, ich komm gleich wieder. So. Ja, aufgrund von alles, was orange trägt, machst du nieder, dachte ich, ja. Gießt überall drauf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Zoe dazwischen ist. Also sie abzuknallen war nicht beabsichtigt. Aber nun gut. Und das Spiel benutzt nutzt hier einen Checkpoint. Also da, wo Wassel, durchgerast ist, da ist der Start wieder. Was sehr praktisch ist. Also ich musste nicht lange laufen. Das akzeptiere ich. Die Schmerzen akzeptiere ich. So, schauen wir mal. Endlich mal wieder was Helles hier. Also jetzt bin ich in der Chemiefabrik. Ich denke mir nebenbei nur, ich weiß nicht mal, wer Edgar sein soll, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was wir mit Edgar zu tun haben. Haben wir den irgendwann mal gesehen oder so? Oder haben wir den mal in den Arsch getreten? Ne, Edgar ist ein Städter, ne? Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht, wer Edgar ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Irgendein Typ. Irgendein random Typ. Keine Ahnung, wer. Aber die Musik ist cool. Das ist die Hauptsache, die Musik ist cool. Muss ich hier runter? Da. Oh, das geht aufs Leben, so runter zu springen. Ah. Ja, sorry, wusste ich nicht. Da. Edgar wartet natürlich im Aufzug auf mich, dass ich nach unten komme. Ah. Ach, und so funktioniert die Raketenkanone. Da ist ein Feuer dran. Das Ding hat ja ein Feuerzeug integriert, das dauerhaft brennt. Ich habe mir das Ding noch so gar nicht angesehen gehabt. Kletterst du dieses Mal etwas mehr, dann macht es mehr Spaß und so. Also was, Edgar? Ich schlag dir jetzt einfach so die Fresse ein. Die Idee finde ich ganz gut. Ja, finde ich ganz gut. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht. So, Edgar, mein Subi, Subi, Schnübi. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Autsch. Ich schlag dich jetzt einfach, bis du tot bist. Außer wenn mich nochmal richtig hätte, dann bin ich tot. Also muss das sein.
You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No, no, no. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Aw, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we'd make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing, two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Ich darf Gary anscheinend bald verprügeln. Yeah, okay. See ya. Jimmy Hopkins delivers. Der Sammler, Mailbox, Armageddon. Ein Sammler. Oh, wir haben Missionen. Der Sammler hätte ich gerne, weil ich habe ja schon Back. War das nochmal? Wenn der Typ wollte ein Bike haben, ich hab ein Bike. Huh. Look where you're going. Nein, wir kennen die Szene ja schon vom letzten Mal. Wo? Mein Bike. Mein Bike. Wo ist mein Bike? No, ich hab Bike mehr. Und das da fährt mir gerade davon. Okay, dann sollst du sein, der mein Glück erfährt. Oder du fährst mir auch so davon, weil du ein Arsch bist. Bleib stehen, du Pimmel! Oh fuck. Wieso wird das hier härter bestraft? Why? Deine Mutter! Warum wird das hier viel härter bestraft? Das kann doch nicht wahr sein, da rennt ja nichts auf mich zu. Lass mich doch in Ruhe! Nur ein Bike! Dann halt mit Eiern! Das zählt unter Vandalismus. Manchmal bin ich verwirrt, was das Spiel wie was versteht. Mal Gummi. Erledigt. Schau noch ein Rad für Clint, doch. Clint die Schnucki. Schau doch selber. Mach doch mal selber den Hintern hoch. Vandalismus! Dreckshund. Bin nicht da. Da ist er, ist hinter mir. Er ist genau hinter mir. Ich bin schneller.
Ich bin schneller! Pimmel. Da kommt noch einer. Im Fahrrad. Ah nein, das ist nicht Gewalt. Erwachsen, das ist ein. War nur lieb. Brav. Es reibt sich mit Lotion ein. Ach, kann doch nicht wahr sein. Möchte sich hier nicht jemand mal mit Lotion einreiben? Lotion? Ha? Ja, wisst ihr, ich bin fast tot, ne, aber... Hauptsache Fahrräder klauen. Geh weg. Du fährst dich die ganze Zeit im Kreis, oder? Ist dein Ernst? Scheiße, 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 scheiße. Scheiße! Eure Mutter war's. Oh fuck! Nein, 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 kann doch nicht wahr sein hier. Deine Mutter geht hier irgendwo hin. Boah, ist das eine anstrengende Mission. Aber es freut mich, dass das Spiel noch nicht ganz zu Ende ist. $50, das geht. Jimmy. Mailbox Armageddon, wo schlafe ich eigentlich? Mal so doof gefragt. Naja. What are you doing, school kid? Why do you care? Because you don't belong around here. Says who? Me! You? Uh-huh. You think you're funny, huh? You're a loser, man. Damn straight. You're awesome. Do that again. I'm crazy, rich boy. Crazy. And you are starting to annoy me. I'm not rich. I hate the rich kids. Not as much as I do. I really hate them. Man, you've got issues. You saying I'm crazy? No, man. Because I am. Okay, fine. You're crazy. And someone's gonna get hurt. I don't doubt it. Those rich scum. Go smash up their mailboxes. Take my bat. Use her well. Beat any rich scum you come across. Why? Because it's them or you. Well, I know one thing. It's not gonna be me. Also, ich mag ja auch keine reichen Fatzkes. Und das nicht nur, weil sie meinen, sich alles erlauben zu können. Oh, scheiße, Jimmy. We have a problem. Penn's bald ein. Wir haben bald ein Jimmy-Problem. Ich hab gerade auf die Uhrzeit geguckt, wenn Penn so wegpennt. Dann die Frage, oh, wo schlafe ich? Eigentlich will ich ja dieses Kästchen haben. Ah, komm schon. Jimmy, Jimmy. Was hilft drin? This ought to do the job. Wir brauchen Health, aber ich muss mich sogar beeilen. Weil Zeitlimit, erstens, und zweitens.
bleibt Jimmy nicht mehr lange wach. Weil unser noch Schnullerträger hier pennt gerne ab 2 Uhr ein. Natürlich sieht mich der Bull und denkt sich, ich gehe hinterher. Aber wie soll ich denn 20 Stück schaffen mit dem Fahrrad? Sehe ich nicht wirklich. Ich hatte immer noch gutes Timing. Von wegen Timing. Ich habe gleich kein Timing mehr. Komm, Jimmy bei. Komm. Das schaffst du. Oder auch nicht, weil dir gleich die Zeit ausgehen wird. Und den bescheuerten Hund am Arsch hängt. Das ist, was ich einverpasst habe. Oh nein. Du hast versagt. Das ist aber noch gleichzeitig eine Sache. Ah, Sperrstunde. Wo in dem Po? Wo in dem Po? Wir versuchen mal einigermaßen schnell wieder zurückzukommen. Ich habe zwar nicht mehr ewig Zeit, aber ich versuche es. Und ich möchte ja gerne zu diesem einen Buch da hinten hin, obwohl ich das wahrscheinlich nicht schaffe. Ich glaube, Jimmy wird schneller einpennen. Okay, ich habe noch eine ganze Umdrehung Zeit. Eine ganze Zeigerumdrehung habe ich Zeit. Danach ist, danach sind sie. Ach, schon wieder sein. Ich wollte gefallen von den Lippen. Nein. Ich hab keine Zeit, ich mach gleich Metal Off. Hallo! Thanks for your patronage! Ja, ein paar Sachen kaufe ich immer. Und ich unterstütze die lokalen Händler. Hier nochmal das verschissene Bett. Das ist das Bett. Was für ein Glück. Und es sieht immer noch nach Regen aus. Wirklich. Wenig mein Mädel. Im Ernst, hatten wir nicht mehr hier Mädel? wenn ich mich richtig erinnere, ist totales Chaos die letzte Mission. Wenn ich mich richtig entsinne. Und ich wollte auch noch die beiden Städter-Missionen machen. Stimmt, das habe ich nicht im Laden. Algi, du Sch. Magnificent. Da ist das Mädel. Hey, wanna hang
hang out. Really, I wouldn't ask if just I didn't for you. Really need to. I can't believe it. I haven't received a gift like this ever. I've been thinking about nice human lips. Sexuality. Ja, komm, Herpes Lippe, mach endlich hin. Also bin mir ziemlich sicher, dass totales Chaos das letzte sein wird. Sehr sicher. Ja, ich bin mir 100% sicher, dass totales Chaos die letzte Mission ist. Also so schnell wollte ich das Spiel jetzt noch nicht beenden. Also ich wollte zumindest nicht, dass ich aus Versehen die letzte Mission erwische und dann nicht mehr weitermachen kann. Das will ich ja verhindern. Möchte ich wirklich, wirklich verhindern. Aber mir fehlen ja noch ein paar Missionen. Ich werde noch diese beiden Städter-Missionen machen und dann, ich glaube, das war's dann. Die Aufgabe. Ja. Also muss ich bis Nachmittag, wird das geht anscheinend nur nachmittags. Muss ich mich schon ein bisschen beschäftigen. Gibt ja keinen Unterricht mehr, weil ich rausgeworfen wurde. An Gary. Niemand sollte einen Gary mögen. Ari hasse es. Das ist aber. Huiuiuiuiui. Das ist keine Wiese mehr, das ist einfach nur ein Dschungel. Ah, ich werde das Blumenbeet jetzt nicht erwischen. Aber das schmälert nicht meinen Gewinn. Sorry. Ja, das schmälert meinen Gewinn. Ah, ja, das schmälert ihn so sehr. Zahle ich gerade live. Ach komm, weißt du was? Hä? Eins von... Ach, hier gibt's auch noch mehr Sammelobjekte. Ach, meine Fresse. Und wann wollte mir das mal bitte sagen? Da ich mal als Hausmeister gearbeitet habe und selber mal unter dem Rasen näher hing, würde ich jetzt echt sagen, ich beende den Job jetzt nicht, aber er muss fertig werden. Und ich sag euch, werdet niemals Hausmeister im Altenheim. Gartenpflege ist halt schön und gut, aber wenn ich noch irgendeine Kriegsgeschichte höre, dann klatsche ich jemanden um. Außerdem wird man schlecht bezahlt. Sehr schlecht bezahlt. Das letzte Stück Gras, da! Aber ich vermisse es wirklich zu arbeiten, ne? Auf eine gewisse Art und Weise vermisse ich es, ich bin ja krank. Für immer. Für immer und ewig. Asmin House 2, okay, vielleicht kriegen wir es jetzt mal besser hin, ohne was kaputt zu machen. Ja, aber am liebsten würde ich wieder. Ich habe keine Lust mehr, meine Reparaturdienste für jedermann anzubieten von zu Hause aus, also so Homeoffice-mäßig. Ach, scheiße. Ich habe da wirklich keine Lust mehr, weil... Ach, Kevins. Kevin, sagen wir einfach. Sagen wir, es liegt an Kevin. Mittlerweile, wie die Menschen mit ihren Haushaltsgeräten umgehen, als ob sie nichts wert wären, und dann erwarten von wegen, das ist kaputt, reparierst du es mal.
denke ich mir so, Alter, was den Schaden selber verursacht. Beim Schaden, sagen wir mal, der passiert, weil zu alt oder aus Versehen runtergefallen. Da ist es was anderes, wenn es aus Versehen passiert. Ja, aber Kevin biegt seinen Laptop mal so weit um, dass der Bildschirm kaputt ist. Dann soll ich dann ein neues Display bestellen und einbauen. Willst du mich verarschen eigentlich? Daraus besteht meine momentane Arbeit. Ach komm, ich mach kaputt. Homeoffice-mäßig Reparaturen für jedermann anbieten. Natürlich nur innerhalb der Stadt. Also außerhalb komme ich ja nicht, ich komme nicht weg. Bin ja nicht mobil, ich komme ja nicht weg. Das regt mich zurzeit an. Das regt mich zurzeit immer wieder auf. Das ist absichtliche Kaputtmachen und dann nicht mal Reue empfinden. Das nervt mich. Ich hätte gedacht, ein Heal oder so. Another one for the collection. Aua, dann. Wann kommen die anderen bitte? Ja, aber das ist so eine Sache, die ich doof finde. Hause draußen, Rasenmähen. Leider sind es nicht so einzelne Kevins, es sind viele Kevins. Warum auch immer einen Wutanfall kriegen, was kaputt machen und dann kommt von wegen, oh ja, es ist aber so teuer. Ich möchte, dass das kann man doch reparieren und so. Ja, dann würde ich dann fast sagen, das ist kaputt gemacht. Reparier es selber, Kevin. Aber allein schon, weil das Gerät mir dann noch so leid tut, so einen Idioten als Besitzer zu haben, der dann absichtlich was kaputt macht. Na komm, egal. Genauso wie, das ist so wie mit dem Besitzer eines Tablets, was ich hier mal hatte. War eigentlich relativ simpel. Ich meine, das Glas war kaputt, der Akku war vollkommen wegvernichtet. Warum überlädt man seinen Akku, frage ich mich die ganze Zeit mit einer. Vor allem mit einem Netzteil, was nicht mal dafür zugelassen ist, ne? Also was man nicht benutzen sollte. Ja gut, ein Ersatzglas drauf machen war jetzt nicht so schwer. Aber versucht man so einen alten Akku zu finden, ne? Kann man froh sein, dass ich noch einen ähnlichen Akku, der aber reinpasste, im Schrank hatte, so. Mit denselben Werten. Da kann man froh sein, aber sowas finde ich nervig. Und wo bleibt die Mission? Ich möchte noch nicht das Ende. Ich habe nebenbei aufs Handy geguckt. Das ist die letzte Mission. Also totales Chaos ist die letzte Mission, danach rollen die Credits. Das ist sie. Aber die will ich noch nicht. Das ist gerade mein Problem, die will ich noch nicht. Das ist leider die letzte. Dann, ob ich gelesen habe, darf man sogar Gary auf die Schnauze hauen. Das wird ein Spaß, aber... Bis jetzt will ich sie aber noch nicht. Ich will in die Stadt runter. Sollte mir das Spiel die Möglichkeit geben, mich noch in der Stadt fortzubewegen, nachdem die Credits gelaufen sind. Aber werde ich für mich persönlich diese ganzen Sammelobjekte noch einsammeln, weil... Was war das? Stop! Das sind wir ehrlich, ich habe auf andere Sachen habe ich keine Lust. Ah, ein Rennen gibt es auch noch als Nebenmission. Interessant. Kann man sich auch mal angucken. Aber eigentlich hoffe ich gerade, dass die Städtermission wieder auftauchen, aber irgendwie tun sie es nicht. Hat er wohl nur einen Tag Zeit. Naja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Akash, das war ein schönes Start. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Und sollten diese Mission jetzt nicht wiederkehren, dann müssen wir totales Chaos machen. Also ich werde das jetzt noch kurz beobachten, bis, ich würde mal sagen, bis 6 am Abend des Spiels, dann schauen wir mal. Lasst mir auf jeden Fall ein schönes Like, kommen wir bei Like, hauen Sie rein und
Tschüss.